Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2. In dieser Folge möchte ich mich um die Stadt Freilassing kümmern, sprich ich schaue mir hier die Busverbindung nochmal an und dann baue ich noch eine weitere Strecke zweigleisig aus und schicke dort drei ICEs los zum Geld verdienen. Bleibt dabei, wenn ihr das sehen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis gleich. So, wie angekündigt, möchte ich meine zweigleisiges Streckennetz, ich sag mal, weiter ausbauen. Und zwar habe ich ja hier noch eine weitere längere Strecke, und zwar von Freilassing nach Traunstein. Auch das möchte ich jetzt zweigleisig umbauen. Und wenn wir das soweit haben, möchte ich mir noch die Strecke Laufen, Freilassing und Salzburg anschauen. Aber vorher erstmal hier. Ich werde am besten, ja, ich mache einfach mal ganz kurz Pause und ja, ich werde es jetzt mal ein bisschen schneller machen hier, dass es nicht wieder so ewig dauert. Ich reiße einfach so die Stücken weg, wo wir dann quasi, ja, jetzt aufgrund der bestehenden Weichen nicht zweigleisig bauen können. Und dann ziehen wir, wie gesagt, einfach das zweite Gleis hier mit rein und dann hat sich die Sache. Na, ich sehe schon, ich wechsle hier ab und zu mal die Schienenseite. Das ist natürlich nicht so günstig, ne? Ja, müssen wir dann nochmal schauen. Fangen wir einfach mal an mit dem Bauen. Wie gesagt, die ganze Sache soll jetzt nicht ganz so lange dauern. Und hoffentlich haben wir dann hier eine höhere Transportkapazität. Ich werde dann auch hier zwei ICEs fahren lassen. So, genau, hier haben wir das nämlich schon, was ich gesagt habe. Kein Problem. Schließen wir einfach so an und gut ist. Brauchen wir es gar nicht mit rummachen. So. Dann geht es jetzt hier auf der Seite. Das Signal im Weg kann ich nicht hinklicken, ne? So, wenn man natürlich nur eine Gleis zweigleisig ausbaut, geht das natürlich entsprechend schneller, ist klar. So, hier bauen wir dann dreigleisig, ne? Nein, Quatsch. Machen wir natürlich nicht. So, kommen wir jetzt hier auf der richtigen Seite an. Ja, passt eh. Okay. So haben wir die Strecke jetzt soweit zweigleisig gebaut. Jetzt brauchen wir natürlich wieder die Hosenträgerkreuzung, damit die Züge wechseln können. So, und das brauchen wir natürlich noch am zweiten Bahnhof, hier in Freilassing. Ah, hier haben wir eine Kurve drin, da wird es also nicht ganz so schnell gehen. Aber das müssen wir akzeptieren. Wir können natürlich die komplette Strecke neu bauen. Nein, Spaß, wir bauen hier keine Strecken neu. So, dann haben wir das. Dann gehen wir jetzt nochmal schnell rum. Wir haben jetzt hier ein Signal, das brauchen wir überhaupt nicht. Die können wir eigentlich lassen, die passen ja sowieso. Und das Signal brauchen wir hier auch nicht mehr. Genau, so bauen davor, passt soweit, ne? So, Linie läuft ja noch. Wir können eigentlich die Zeit schon weiterlaufen lassen. Die Züge werden schon damit klarkommen. So, dann brauchen wir hier einmal ein Signal in... Okay, ist da vielleicht... Obwohl, sollen die Autos doch ruhig warten, ne? Ist uns ja Hupe. So, dann wie gesagt, hier können die beiden Signale bleiben. Das passt dann auch von der Länge her. So, wie kommen die Züge hier rein? Alles klar. Signal hier platziert. Passt. So, jetzt möchte ich das aber trotzdem noch... Also theoretisch, die Züge fahren ja, ne? Also wenn man nur zwei Züge fahren hat, passt das soweit. Ich denke mal, ich werde noch einen dritten ICE dazu machen. Weil ich sag mal... Hier in Traunstein. Ja, einfach aufs Bahnhofssymbol klicken. Da haben wir relativ viele Leute warten. Hier warten auch sehr viele, über 500 Leute. Hier in Freilassing geht es jetzt nicht so viel. Auch wenn es auch hier relativ viele sind. Also werde ich tatsächlich hier noch einen dritten ICE mit auf die Strecke machen. Das heißt, ich werde das jeweils noch einmal unterbrechen. Das Stück war länger, ja genau. Dann unterbreche ich das hier nochmal.
So. Und hier unterbreche ich das noch zweimal. Das ist ein bisschen länger. Machen wir einfach... Oh, jetzt hätte ich gucken sollen, ne? Da muss ich da auch nochmal hinschauen, was ich da jetzt platziert habe. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie der Linienverlauf ist. So. Weil, wenn das jetzt hier falsch rum platziert ist... Ja, man sieht es nicht, ne? Okay, also oben nach links, unten nach rechts. Okay, passt eh. So, sehr schön. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich hier unten das Zugdepot abgerissen habe. Da haben wir keins mehr. Wie schaut es eigentlich damit Passagieren aus? Ja, nach Bad Reichenhall waren noch relativ viele, ne? Da ich aber auch das hier umbauen möchte, werden wir das so machen, dass ich die Gleise einfach verbinde. So. Und hier ein Zugdepot errichte. Ja, schöner Geländeeinschnitt, sehr schön, so mag ich das. So, dann platzieren wir nämlich hier einfach das Zugdepot. Gleichen das gleich nochmal ein bisschen an, damit es nicht ganz so schrecklich aussieht, ne? So. Okay, weil jetzt haben wir hier die Möglichkeit, einfach noch einen weiteren ICE loszuschicken. Vorher müssen wir natürlich die Züge... Freilassing, Petting, Traunstein, die ersetzen wir jetzt. Und wie gesagt, wir nehmen dann hier ICEs. So, sehr schön. Und wir schicken noch einen dritten ICE dort auf die Strecke. Passagiere, Freilassing, Petting, Traunstein. Sehr schön. Okay, damit haben wir das soweit erledigt, sage ich mal. Wir könnten jetzt natürlich noch schauen, dass wir vielleicht doch den Bahnhof hier hinten ein bisschen verlängern. Ich schaue nur kurz, ob der Zug reinpasst. Wahrscheinlich wird er nicht reinpassen. Damit wir hier die Wartekapazität ein bisschen erhöhen. Fehlt gar nicht viel, ne? Ja, ich werde das mal erweitern. Können wir das erweitern ohne... Ja, das geht sogar. Wir brauchen die Gleise gar nicht wegnehmen. So. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall... Sieht es natürlich lustig aus. Jetzt haben wir hier noch einen alten Bahnhof und hier neu wurde modernisiert, ne? So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall mehr Wartekapazität. Auch wenn der Bahnhof immer noch zu kurz für den ICE ist. Oh, passt das jetzt hier überhaupt noch? Oh, passt das überhaupt generell? Jetzt habe ich auch nicht hingeschaut. Moment mal. Kann das sein, dass der Zug gerade getrickst hat? Ich schau mal, dass noch ein Zug kommt. Wann kommt der nächste? Weil wegen der Hosenträgerkreuzung hier, ne? Aber ich glaube, der Zug hat da gerade ein bisschen getrickst. Das müssen wir die halt hierher machen. Aber ich meine, es funktioniert, ja? Ja, also theoretisch wird es nicht funktionieren, aber der Zug springt dann tatsächlich auf das richtige Gleis. Okay. Ne, jetzt funktioniert es nicht mehr. Haha, okay. Funktioniert nicht mehr. Ja, das ist nicht weiter schlimm. Da habe ich jetzt beim Bauen gar nicht drauf geachtet. Ich würde gerne nur das mittlere Stück jeweils weg haben. Ja, und das ist schon richtig hingesprungen. So, dann machen wir hier auch das Signal mal weg und platzieren dann die Hosenträgerkreuzung einfach hier weiter vorne. Ah, ne. Was macht er da, ne? So, platzieren die halt einfach hier vorne und dann passt das schon. Jetzt sehe ich nicht, wo ich hier... Geht das jetzt nicht, ne? Fahr mal weg da. Ja, ist natürlich super. Okay, habe ich vielleicht auch ein bisschen lang gezogen. Schauen wir mal jetzt.
Jetzt passt das. So, dann ein weiteres Signal wieder platziert. So. Okay, dann damit ist das Problem behoben. Ja, da muss man halt echt drauf aufpassen, ne? Gerade wenn man diese Hosenträgerkreuzung macht. So, jetzt sollten die Züge soweit aber alle fahren können. So, sehr schön. Dann können wir uns jetzt um die Sache hier kümmern. Wie gesagt, Laufen und Freilassing. Und dann nochmal Freilassing und hier unten Salzburg. Wie gesagt, hier fährt jetzt ein langer Zug. Da steht ja auch nicht drin. Da ist er. Und ja, der macht zwar Gewinn, aber er ist nicht... Doch, ich werde das ersetzen, weil wie gesagt, hier passt es zwar, hier passt es auch, aber hier in Salzburg, hier warten halt zu viele Leute und die kriegen wir schlichtweg nicht weg. Das heißt, ich mache das jetzt ganz einfach so, dass wir hier einen Zug hin und her pendeln lassen und hier lassen wir halt zwei Züge pendeln. Das heißt, hier brauchen wir eigentlich nichts weiter umbauen. Hier müssen wir jetzt natürlich schauen, dass wir zwei Züge fahren lassen können. Ich werde die Strecke aber hier nicht komplett zweigleisig umbauen, weil hier fahren nur zwei langsame Züge. Hier machen wir tatsächlich nur mit Ausweichgleisen. Dazu natürlich einmal direkt hier am Bahnhof ein Ausweichgleis. Und natürlich gleich mit Signalen bestückt. Einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. Passt soweit. Dann hier an dem Bahnhof dasselbe nochmal. Hier müssen wir jetzt nur schauen. Wir haben jetzt das äußere Gleis. Das ist soweit in Ordnung. Und dann werden wir hier direkt rausgehen. Und so kommen wir, ich sag mal, noch bevor wir hier über die Straße kommen. Ja, ich möchte die Straße nicht wirklich modernisieren, weil auf den Feldwegen dauert das Fahren länger und dann steigen die Leute eher in meine Züge ein, ne? Ich weiß, das ist voll gemein und so. So, dann machen wir auch hier wieder die Signale. Wir bleiben bei der Richtung. So, und dann machen wir hier einfach in der Mitte nochmal ein Ausweichgleis und dann sollte das ohne Probleme funktionieren. Jetzt hier in der Kurve können wir natürlich keine hohen Geschwindigkeiten erreichen an den Weichen. Aber auch das muss man natürlich akzeptieren. So, auch hier Signale platzieren. So, und schon ist die Sache erledigt. So, jetzt gehen wir einfach daher und verkaufen den Zug stumpf. Fahrzeug verwalten und verkaufen. Die Strecke Salzburg-Freilassing. Ja, das ist Bus, ne? Machen wir mal auf Züge, da geht es vielleicht ein bisschen einfacher. Benennen wir um in Freilassing-Salzburg. Na, jetzt habe ich das P für Passagiere vergessen. So. Und da haben wir es. Jetzt ändern wir die Strecke. Salzburg Hauptbahnhof Freilassing, das ist in Ordnung. Wir haben Gleis 2, das passt auch. Dann können wir da zwei Züge hinschicken. Da nehme ich jetzt wieder hier diesen Pendelzug. Ich finde den total schick, ne? So, davon kaufen wir zwei Stück. Und schicken den los. Wie gesagt, Freilassing Salzburg. Dann vergeben wir eine neue Linie. Und das ist dann hier von Freilassing aus nach Laufen. Wir haben hier Gleis. Okay, passt, passt, passt. Dann können wir das umbenennen in P Freilassing Laufen. Sehr schön. So, dann da auch nur noch einen Zug gekauft und losgeschickt. Und dann sind wir damit schon wieder fertig. So, Freilassing laufen. Okay. Das dauert jetzt natürlich ganz kurz. Die fahren erst los, wenn der Zug hier am Bahnhof durch ist. Aber das ist ja kein Problem. Okay, dann stellen wir die Zeit mal ein bisschen schneller. Dann haben wir jetzt hier noch zu tun, an sich in Freilassing.
Denn ich habe hier zum einen relativ viel Verkehr. Was natürlich unsere Busse so ein bisschen bremst. Dann haben wir hier, wie ihr seht, brauchen wir unbedingt mehr Buskapazität. Ich wollte, ich weiß nicht, ich würde generell sagen, dass wir das hier vielleicht umbauen sollten. Ja, werde ich auch tun. Wie gesagt, so wie es jetzt hier ist, gefällt mir das derzeit eigentlich überhaupt nicht. Mir gefällt nicht, dass die Busse hier unten lang müssen. Das heißt, ich werde das hier umbauen und ich möchte generell das Busnetz hier nochmal ändern. Wie gesagt, ich komme da immer noch zu keinen so guten Ergebnissen. Aber ich hoffe mal, dass wir das besser hinbekommen. Ich lasse auf jeden Fall die Linie bestehen. Ich lasse die Linie bestehen. Was ich aber vorhabe, ist, dass ich... Ja, ich weiß nicht, ich würde ganz gern hier nochmal eine Linie lang bauen. Und schauen, wie viele Leute wir dann dort noch abholen können. Ja, genauso stelle ich mir das vor. Und was ich aber auch noch machen möchte, ist, dass ich die Linie versetze nach hier oben. Weil hier halt schlichtweg, ja, ich sag mal, da ist halt weniger Verkehr, ne? Das fände ich entsprechend besser. Okay, das heißt, wir haben hier, ja, und ich habe die Linien hier falsch benannt. Ohne Worte. Busse. Wir lassen die Zeit mal laufen. Und zwar, genau hier, das ist eigentlich alles Freilassing, nicht Bad Reichenhall. Was mich da geritten hat. Genau, Freilassing. Freut euch, ihr Freilassinger, ihr wohnt jetzt in Freilassing. So, okay. Wie gesagt, die Linie möchte ich verlegen nach hier. Dann haben wir das Problem mit dem Verkehr hier nicht mehr. Und dann hier nochmal eine neue Linie dazu. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es verkehrstechnisch ja dann halt besser wird, ne? So, wir platzieren erstmal die neuen Haltestellen. So, wir werden dann die hier mit reinnehmen. So würde ich sagen, lassen wir das, weil da haben wir eigentlich, ich sag mal, mehr oder weniger den gesamten Industriebereich abgedeckt. Und wie gesagt, die untere Linie machen wir weg. Und dann, wie gesagt, obwohl wir könnten ja vielleicht sogar... Ja, aber die hier noch öfter mit reinnehmen. Ja, doch, ich mache das so. Ich möchte nicht die Busse, ich möchte die Busse eigentlich nur ungern hier unten lang schicken, ne? Und wir werden hier unten die Straße verbreitern, das werden wir auch noch machen. Oh, es kann aber sein, dass das nicht funktioniert. Ah. Okay. Ja, Hintergrund ist hier, dass hier... Und wir müssen hier die Bushaltestelle sowieso... Die müssen wir erweitern. Ich werde die mal kurz wegreißen. Moment, machen wir mal Pause. Und wir platzieren da jetzt eine neue Haltestelle. Allerdings ein bisschen weiter weg von der unteren Straße. Dann schauen wir jetzt, ob wir die Straße verbreitern können. Nein. Okay, dann machen wir das ganz anders. Dann verbreite ich jetzt einfach die Straße. Wir brauchen ja nicht großartig rumexperimentieren. Und bauen jetzt die Haltestelle neu. Dann müssen wir aber gar nicht so an den Rand dort machen können, wo wir hierher platzieren, ne? So, und jetzt können wir gleich schauen, dass wir die konfiguriert bekommen. Und können einfach das so ein bisschen erweitern. So, dass wir da halt mehr Warteplatz für Passagiere haben. So, die Linien passen soweit noch. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Die sind alle auf einem... Oh. Okay, ja, das funktioniert natürlich nicht. Dann würde ich das Saardorf Soheim auf jeden Fall auf die 2 legen. Und die neue Linie, die ich jetzt hier noch dazu mache, die mache ich auch auf die 2, ne?
So, dann können wir das schon mal wieder weiterlaufen lassen. Unsere Busse können. Hier sind jetzt übrigens die ganzen Passagiere, ne? Die laufen jetzt alle wieder dort rein. Ich finde schön, dass ich extra eine Busspur habe und die benutzen die nicht, ne? Ja, da wäre halt kein Auto, das wäre super, das wäre einfach, so funktionieren. Nein, das machen wir halt nicht. Na, okay, ohne Worte, ne? So, dann kümmern wir uns jetzt um die Linie und verlegen die. Das ist Freilassing 2. Linie verwalten. Dann nehmen wir einfach alle Linien weg, also alle Haltepunkte. Lassen den Bus auch hier anhalten. Und schicken den jetzt wieder denselben Weg zurück. Es ist natürlich super, dass er da unten lang fährt, ne? Okay, aber lasse ich jetzt so, platziere ich jetzt keinen Wegpunkt dafür. So, okay. Ja, man sieht gar nicht, dass die alle nach, wo die alle hinwollen, ne? Die wollen alle hier hoch. Ja, das muss ich da noch ändern. Das ist ja Wahnsinn, okay. So, okay, haben wir gemacht. Dann gehen wir jetzt daher, machen hier nochmal Haltestellen. Ach, Moment, wir können ja noch schauen schnell. Ziele, Freilassing, 18%, na immerhin, ne? Das ist immer wieder ein Witz, ja. So, auch das lassen wir jetzt so lang fahren. Machen hier die nächste Haltestelle her. Hier die nächste. Und dann gehen wir so halt einfach... Okay, das ist vielleicht doch ein bisschen nah, ne? Ja, dann machen wir hier noch eine her. Ja, dann machen wir da noch eine hin. Und gut ist. So, dann machen wir auch hier wieder eine neue Linie. Und denselben Weg natürlich wieder zurück. So. Okay. Dann benennen wir das jetzt noch um. Das müsste ja dann Freilassing 4 oder sowas sein, ne? Genau, das ist dann Freilassing 4. So, da würde ich sagen, schicken wir auf jeden Fall zwei Busse hin. Müssten jetzt nicht eigentlich, wir sind 1993, es müssten doch neue Busse kommen. So, schauen wir nochmal ganz kurz hier. Okay, jetzt fährt er auf die richtige Spur. Die allerdings nicht gut, das ist jetzt hier nicht so unbedingt so wichtig, ne? Wie viel transportiert der? Na, ah, okay. 1 zu 4 ist nicht, aber er macht Plus, ne? Alle Linien gehen hier durch, sehr schön. Eigentlich immer noch zu klein, ne? Aber wir müssen halt auch mehr Busse hierher schicken. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Weil hier warten ja auch ein Haufen Leute. Und das sollten wir auch umbauen und konfigurieren. So, okay. So, wie gesagt, jetzt müssen wir da auf jeden Fall mehr Bus auf die Strecke machen. Und wir könnten theoretisch ja hier nochmal eine Haltestelle dazwischen machen, oder? Oder die mit anschließen? Oh Gott, guck mal an, da 80 Leute. Nee, das machen wir nicht. Die Busse sind ja eh voll. Die Busse sind eh voll. Schaut, wie viel hier ist schon. Ach, je. So, schön, dass jetzt hier überall Stau ist. Da sollten wir vielleicht dahergehen und das hier auch noch breiter machen, ne? Obwohl, eigentlich müssen wir dann alles, müssen wir dann alles breiter machen. Also, es wäre natürlich schön, wenn die Busse hier schneller rausfahren könnten. Aber das ist leider nicht der Fall. Okay, kümmern wir uns erstmal darum, dass wir das verbreitern. Was haben wir denn, verbreitet sag ich schon, dass wir erstmal da die Busse hinschicken. Was haben wir denn überhaupt an Bussen jetzt derzeit? Okay. Da kam leider noch nichts Neues. Dann werde ich erstmal schauen, dass wir hier die Linie, Busfreilassing, warum habe ich das nicht auch benannt? Also nach, ne? Ach, ich habe das, Moment, ich habe einen Bus ja falsch benannt. Hier, ohne Worte, ne? Das ist natürlich ein Bus, nicht Passagiere. So, okay. Eins, zwei, drei. Dann benennen wir das auch um und machen da eine 5 draus. Dann ist das ein bisschen einheitlicher.
So, jetzt gehen wir daher. Busfreilassing 5. Da werden wir jetzt die Chance vielleicht nutzen und eh mal schauen, ne? Busfreilassing 5. Da haben wir es. So, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Busse. Und wir können doch diesen alten Mercedes nehmen, ne? So, da haben wir 16 Kapazität, dreifache Ladegeschwindigkeit und hier haben wir 23 Kapazität und fünffache Ladegeschwindigkeit. Dann werden wir das ersetzen durch die Busse. Dann nehmen wir uns hier die nächste Linie, das ist jetzt Freilassing 1. Genau, okay. Da habe ich einen Bus, das ist natürlich zu wenig. Also für das, was hier an Leuten sind, ist das ganz klar zu wenig. Wir können natürlich auch mal experimentieren, ob wir hier noch eine zweite Zufahrt hinbekommen, ne? Bringt uns aber nicht viel, da wir die Busse alle hier rüberfahren lassen. Naja, gut. Oh, der Stau. Oh, 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 oh. Das muss ich mir dann irgendwann nochmal anschauen. Wir könnten das hier ausbauen und hier eine Straßenbahnstrecke machen oder so. Wobei ich glaube fast, dass die meisten Autos von hier hinten kommen. Straßenbahnstrecke komplett machen. Wäre was für die nächste Folge dann. Okay, geht es jetzt erstmal hier rum. Also, Freilassing 1. Werden wir zwei Busse machen? Oder vielleicht sogar drei, wa? Oh Gott. Werden wir drei Busse machen? Und wir werden den ersetzen. Ich ersetze den erstmal. Und dann packen wir da noch zwei weitere Busse drauf. So. Freilassung 1. Okay. Jetzt können wir hier natürlich noch nicht weiterschauen. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte die Haltestelle. So, Freilassing 4. Da haben wir jetzt noch nichts am Fahren. Oder fehlt eine Haltestelle? Ich war aber der Meinung, ich habe da oben hingeklickt, ne? Oder ich habe nicht da oben hingeklickt. Ich habe nicht da oben hingeklickt. So, okay, das war jetzt die 4. Dann würde ich da erstmal zwei Busse schicken. So. Freilassung 4. Und ab dafür. So, dann haben wir noch Freilassung 5. So, das hat man jetzt ja modernisiert. Da würde ich erstmal schauen, dass ich das so lasse. Bevor ich da jetzt zusätzliche Busse hinmache. Und mir anschauen. Wobei, hier warten halt auch echt viele Leute, ne? Wobei es jetzt hier... doch, sind auch 77 Leute, ne? Sind auf allen Haltestellen viele, viele Leute. Dann packe ich da auch noch zwei Busse dazu. Moment, das war Freilassing 5. Freilassing 5. Zwei weitere Busse. Okay. So, stellen wir die Zeit mal schneller. Ich möchte mir auf jeden Fall noch anschauen, ob das was bringt. So, hier fährt noch ein... Ach ja, das ist auch noch ein alter. Lohnt sich das hier, einen großen Bus zu machen? Meiner Meinung nach nicht. Was ist das denn für einer? Ach klar, das sind die neuen Busse für die neuen Linien, klar, natürlich. Ja, jetzt sehen wir schon, dass wir hier auch Probleme bekommen, ne? Dann steht der Bus doch auch sehr lange hier im Stau. Ja, dann werden wir jetzt Folgendes machen. Dann mache ich die Straße überall breiter. Das kostet zwar einen Haufen Kohle, oh Gott. Hilft uns aber ungemein weiter. Muss natürlich der Bus dann auch die Busspur nehmen, ne? So, mal schauen, ob er denn tatsächlich die Busspur irgendwann verwendet.
Und dann werde ich das hier auch gleich noch machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, zwei Flugzeuge. Ja, dann verbreite ich das hier auch gleich. Kostet zwar auch wieder einen Haufen Kohle, wie gesagt, die Häuser werden abgerissen. Nur ganz kurz zur Information, wenn ihr so diese Häuser abreißt, ne? Das ist kurzzeitig, ist das ein Verlust an Bevölkerung. Aber dieser Prozentwert rechnet sich ja von diesen 297 plus 270%. Und daraus ergibt sich dann halt das Wachstum, ne? Nein, die haben hier gar kein... Oh Gott. Das sind vielleicht doch ein bisschen viele Busse. Da muss ich mal schauen. Kriege ich da einen Moment? Ich mache erstmal hier die Straßenverbreiterung rein. Und dann schaue ich weiter. Ne, nicht Gebäude, Straßen. Und dann schaue ich mir den Rest halt an. Ja, es hält sich ja in Grenzen. Ja, ich verbreite das gleich bis komplett durch. Ich werde dann hier in der nächsten Folge werde ich das umbauen und werde Straßenbahnen hier lang schicken. Ist bestimmt auch mal ganz cool, sich das anzuschauen. Auf so einer langen Strecke. So, und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier nicht eventuell das so ändern können. Na, immerhin, ein Bus fährt mal auf der Busspur, ne? Ob ich das nicht so ändern kann, durch eine weitere Einfahrt. Also, dass man vielleicht Ein- und Ausfahrt hier... Also, das Spiel sagt ja theoretisch, dass das... Also, ich habe damit noch nie, ne? Dass man hier halt einfach eine Einfahrt hinmachen. Und hier eine Ausfahrt. Aber ich glaube fast, dass uns das so ja nichts bringt, wa? Schauen wir uns mal die Linien an. Also eine Linie fährt dann hier lang, ja. Super. Das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Jetzt könnte man natürlich noch ganz stumpf dahergehen und könnte das da wegreißen. Nee, das ist blöd. Also ich glaube, da werde ich auch noch mal ein bisschen rum... Obwohl, nee. Die Linien von hier rein, schaut. Eine fährt hier wieder raus. Die fährt hier wieder raus. Aber warum fährt die da raus? Ach so. Die fährt auf dem Hinweg, fährt die so lang. Und auf dem Rückweg fährt die so lang. Na gut, ich würde es jetzt erstmal so lassen. Es sieht es von den Linien her, sieht es natürlich echt doof aus. Wie gesagt, in der nächsten Folge werde ich hier eine Straßenbahn bauen. Und dann werde ich das hier einfach nochmal komplett... Das ist ja ein absolutes Chaos, ne? Okay, so viel dazu. Ich würde die Folge dann an der Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen im nächsten Teil wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao, bis morgen.